Einblick, die politische Analyse, direkt aus dem Parlament mit FPÖ-Clubdirektor Norbert Nemeth. Einblick. Hilferufe aus der Bevölkerung. Immer mehr Volksbegehren schaffen es ins Parlament. Aber fast alle oder alle landen in weiterer Folge in der Schublade. Umsetzung Fehlanzeige. Herzlich willkommen bei einem neuen Einblick, dem FPÖ-TV-Format, wo wir mit unserem Clubdirektor Norbert Nemeth einen Blick hinter die Kulissen des Parlaments wagen. Lieber Norbert, in der letzten Plenarwoche standen gleich 6 Volksbegehren auf der Tagesordnung. Worum ging es da? Ja, wir haben uns in einem unserer letzten Gespräche über die theoretischen Grundlagen der direkten Demokratie unterhalten. Und diese letzte Plenarwoche ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie in der Praxis damit umgegangen wird. Wir haben 6 Volksbegehren auf der Tagesordnung gehabt mit durchaus spannenden Themen, zum Beispiel, wie soll man mit der Neutralität Österreichs umgehen, Anti-Gendern-Volksbegehren, Asylstraftäter sofort abschieben, Untersuchungsausschüsse live übertragen oder auch 2 Volksbegehren, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man mit Lebensmitteln umgehen soll. Generell muss man sagen, dass sich thematisch gewisse Häufungen herausbilden in dieser Gesetzgebungsperiode. Es haben bislang 39 Volksbegehren diese Hürde von 100.000 Unterschriften geschafft und rund ein Viertel davon beschäftigt sich mit der Frage Covid und Impfpflicht. Stimmt es, dass wir derzeit Inflation an Volksbegehren haben? Beziehungsweise wenn es so ist, woran könnte das liegen? Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch eine sehr interessante Tabelle angeschaut. Auf der Homepage der Bundeswahlbehörde gibt es eine historische Übersicht aller Volksbegehren. Das beginnt im Jahr 1964 mit dem ORF-Volksbegehren, Hugo Bortisch damals, über 800.000 Unterschriften. Geht dann weiter 1969, meinem Geburtsjahr, schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche war damals das Thema. Und wenn man sich anschaut, wie sich das quantitativ entwickelt hat, ist es erstaunlich. Es hat in den 60er Jahren gegeben insgesamt 3 Volksbegehren, in den 70ern gerade mal eines, in den 80ern 10. In den 90ern 10, von 2000 bis 2009 9 Volksbegehren, von 2010 bis 2019 12 und seit 2020 45. Das heißt, die Hälfte aller Volksbegehren der Zweiten Republik gibt es, seitdem die FPÖ nicht mehr in der Regierung ist. Glaubst du, ist das auch so eine Art Hilferuf aus der Bevölkerung, weil sie mit der Regierung so unzufrieden ist und weil eben die Regierung die entsprechenden Maßnahmen nicht mehr setzt, versucht die Bevölkerung halt dadurch Volksbegehren, das in die richtige Richtung zu lenken? Ja, es ist sicherlich ein Indikator für die Unzufriedenheit mit einer Regierung. Wir wissen ja auch aus den Umfragen, dass seit weit über einem Jahr diese Bundesregierung aus ÖVP und Grünen bei gemeinsam rund 30%, wenn überhaupt, herumgrundelt. Also ungefähr so viel auf die Waage bringt wie die FPÖ alleine. Und das ist auch ein Problem, dass der Wähler, der Souverän, dem eigentlich machtlos gegenübersteht, zumal auch der Bundespräsident diese erfolglose Regierung deckt. Was passiert jetzt mit den Volksbegehren, wenn sie es ins Parlament schaffen? Wie geht es dann weiter? Vor allem, ist da jemals von den letzten da, die du jetzt genannt hast, was umgesetzt? Ja, man muss, also bei diesen 6 Volksbegehren, die wir jetzt hatten, wenn man sich das im Fernsehen anschaut, dann sieht man also eine interessante Debatte. Und es wird dann am Ende der Debatte abgestimmt und in der Regel erheben sich auch alle Abgeordneten und es könnte der Eindruck entstehen, dass damit der Inhalt des Volksbegehrens angenommen wurde oder daraus irgendetwas umgesetzt wird. Wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, dass davon überhaupt keine Rede sein kann. Alle diese Volksbegehren wurden schubladisiert. Das bedeutet, im Ausschuss, im jeweiligen Fachausschuss, werden sie besprochen. Dort dürfen auch die Proponenten hinkommen und etwas dazu sagen. Und über dieses Gespräch wird ein Bericht verfasst und der kommt ins Plenum des Nationalrates. Das heißt, die Abgeordneten stimmen einem Papier ab, einem Ausschussbericht, da steht drinnen, ja, wir haben uns mit den Proponenten darüber unterhalten, aber das war es dann auch. Ende der Durchsage schubladisiert. Und das ist bei allen Volksbegehren in dieser Gesetzgebungsperiode so. Man kann es in den Berichten des Nationalrates
nachlesen, wie viele kommen herein, wie viele werden umgesetzt, null. Jetzt hast du ja schon einige Volksbegehren genannt. Teilweise gibt es da auch Volksbegehren, die sich mit Corona beschäftigen, Covid-Strafen zurückzahlen oder echte Demokratie, Covid-Maßnahmen abschaffen, damals noch Gießgebühr abschaffen etc. Das sind ja auch viele Forderungen, die die FPÖ schon seit Längerem hat, die die FPÖ dann auch in weiterer Folge in Form eines Antrages etc. da im Parlament eingebracht hat. Der Regierung scheint es egal zu sein, aber das zeigt sich mal wieder, die FPÖ ist eigentlich die Stimme des Volkes, kann man das so sagen? Ja, es gibt also eine gewisse Kongruenz zwischen unseren politischen Inhalten und den Inhalten der Volksbegehren, aber nicht nur, es gibt auch ganz andere. Wie auch immer, man sollte sie aufwerten. Das Schubladisieren, das Permanente, eigentlich aus Schubladisieren, aus Prinzip fast schon, kann man sagen, das ist nicht in Ordnung. Es muss bei so vielen Volksbegehren da und dort auch etwas drinnen stecken, das würdig ist, umgesetzt zu werden von der Politik. Jetzt gibt es ja zum Beispiel das überaus erfolgreiche Volksbegehren für uneingeschränkte Bargeldzahlung. Und das hat ja der Herr Josef Binder initiiert und der ist ja auch aktuell auf Tour mit Peter Wurm. Und der hat erzählt, also im Ausschuss hat man den Eindruck gehabt, dass sich andere Parteien dafür aussprechen würden. Aber wenn es dann quasi darum geht, wirklich einen Beschluss zu fassen und was umzusetzen, ja, die schweigen im Wald. Ja. Also hast du den Eindruck auch? Man will den Proponenten von Volksbegehren jetzt nicht klar ins Gesicht sagen, dass man mit dem nichts zu tun haben will. Nicht? Es ist alleine der Begriff Volksbegehren sehr positiv konnotiert. Mhm. Man heuchelt hier Interesse und Wohlwollen vor, aber in Wirklichkeit will man damit überhaupt nichts zu tun haben. Nicht? Also man sagt das eine, aber tut das andere. Und bei der FPÖ ist es genau umgekehrt. Bei uns gibt es diesen Etikettenschwindel nicht. Bei uns ist drinnen, was außen drauf steht. Jetzt haben wir darüber gesprochen, die Volksbegehren werden schubladisiert. Umgesetzt wird nichts davon. Was bräuchte es jetzt, damit man da wirklich auch was umsetzen kann oder damit in Zukunft wir haben ein sehr umfangreiches Paket vorbereitet und auch im Nationalrat eingebracht zur Stärkung der direkten Demokratie. Also vor allem das Volksbegehren ab einer gewissen Quantität, ab ungefähr 250.000 Stimmen, 4% der Wahlberechtigten, wenn sie im Parlament nicht umgesetzt werden, dem Volk zur Entscheidung vorgelegt werden, ob man das will oder nicht. Aber es gibt auch andere Ideen, zum Beispiel die im Grunde völlig harmlose Volksbefragung auch zu einem parlamentarischen Minderheitenrecht zu machen oder auch hier 100.000 Stimmberechtigten die Möglichkeit zu geben, so eine Volksbefragung einzuleiten. Das grundlegende Problem bei der direkten Demokratie, wie wir sie derzeit haben, ist, sie ist immer von der Regierungsmehrheit abhängig. Sie darf nur stattfinden, wenn die Regierung es erlaubt. Und das hat mit direkter Demokratie nichts zu tun. Die direkte Demokratie sollte ein Regulativ für eine Regierung sein, die aus dem Ruder läuft. Das heißt, man kann sagen, die derzeitige Regierung oder auch die Einheitspartei, wie wir sie ja des Öfteren nennen, hat einen komplett konträren Zugang zu direkter Demokratie wie die FPÖ. Ja, das kann man definitiv so sagen. Ja, also wir erleben das auch im Verfassungsausschuss, wo wir immer wieder diese Frage stellen und auf einen Ausbau der direkten Demokratie drängen. Wir haben es auch gesehen bei den Regierungsverhandlungen, dass man zwar nach außen hin immer wieder sagt, ja wunderbar und das gehört ausgebaut und. Es gibt dann immer wieder dann und wann so Placebo-Aktionen, also dass man dann in die Geschäftsordnung schreibt, das Volksbegehren muss an der Spitze der Tagesordnung beraten werden. Das ist wunderschön, aber ob es jetzt an der Spitze der Tagesordnung schubladisiert wird oder am Ende der Tagesordnung, ist ja völlig gleichgültig. Es käme darauf an, den politischen Willen, der aus dem Volk, vom Souverän kommt, umzusetzen. Das heißt, da bestätigt sich auch wieder das, was wir schon im ersten Gespräch, glaube ich, gesagt haben, dass die Regierung Angst vor der Bevölkerung hat und den Bezug zu ihr richtig verloren hat. Diese Regierung hat den Bezug sicher verloren. Das bemerken wir auch bei den vielen, vielen Bürgerkontakten, die wir haben. Also irgendwo ist da das Gespür für die wahren Probleme völlig abhanden gekommen. Und deswegen gibt es auch in der direkten Demokratie interessante Modelle, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten ein Recall-System, also dass man auch eine Regierung, die völlig vorbei arbeitet am Volk, durch ein direkt demokratisches Instrument abberufen kann. Bei uns kann es eigentlich nur der Bundespräsident oder der Nationalrat mit einem Misstrauensantrag. Das sind in der Situation, wie wir sie heute haben, zahnlose Instrumente. Der Bundespräsident deckt die Regierung aus den bekannten Gründen und die Regierungsclubs werden sich im Parlament nicht selbst abschaffen.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie viele Volksbegehren es bis jetzt gab, vor allem wieder die Zahl zugenommen hat. Was hast du jetzt für einen Eindruck? Wie geht das weiter? Ja, es sind wieder weitere Volksbegehren in der Pipeline. Also das heißt, es ist nicht absehbar, dass diese Inflation abreißt. Vielleicht reißt es dann ab, wenn wieder mal die FPÖ in der Regierung ist. Da waren es nämlich deutlich weniger. Aber es ist derzeit unter dieser Regierung also keine Hoffnung, dass sich an den Rechtsinstituten, die die direkte Demokratie regeln, etwas zum Positiven ändert. Es wird eine starke FPÖ brauchen, damit das geschieht. Lieber Norbert, vielen Dank Gerne. Für diesen spannenden Einblick wieder und ich freue mich jetzt schon wieder auf unser nächstes Gespräch. Ebenfalls. Einblick, die politische Analyse. Direkt aus dem Parlament mit FPÖ-Clubdirektor Norbert Nemeth. Einblick.